Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. Oh, wir sind immer noch auf der Suche nach Sigurd, aber jetzt mittlerweile in, wie heißt es denn hier, Reopedun angekommen. Wie ihr hier seht, oder vielleicht auch schon in der letzten Folge gesehen habt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo ist der gute Sigurd? Na, schauen wir mal. Was siehst du? Ah, okay, irgendwo hier, also in dem Bereich. Na geil. Ja, ne? Mal gucken. Ich denke einfach mal, er ist hier in der Ruine irgendwo. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Halt still! Wer steht hier vor Ivar Ragnarsson? Bist du Sigurd Strenger? Avagor? Eivor, wenn du weitermachst, wird der Boden dreckig. Ein bisschen Farbe schadet nicht. Wer sind die? Alles Späher. Haben sich wie Bauern gekleidet. Mutig, sehr mutig. Diese kleine Gestalt. Es gab eine Zeit, da traf man sich auf dem Schlachtfeld und niemand träumte auch nur davon, Speer zu schicken. Und nun schüttelt man Hände, schließt Bünde. Nicht mein Ding. Sag bloß. Ich mag sie schreiend und wimmernd und stinkend vor Pisse. Hey! Guter Junge. Du bist frei, Sachsenschwein. Wüte wieder durch die mercischen Felder. Ich hätte es ihm leichter gemacht. Folge mir. Ich führe dich herum. Okay. Der ist zumindest schon mal ein bisschen komisch drauf. Aber für Mercer ist es Reopedun. Ihre verehrten Könige liegen unter dieser Kirche begraben. Was haben sie geweint, als wir sie von hier vertrieben haben? Du hast ein Messer tief in das Herz dieses Königreiches gestoßen. Und ob? Eine ganze Reihe sächsischer Edelleute wartet mit geschürzten Lippen nur darauf, unseren Hintern zu küssen. Nur König Burgred und sein Kriegsherrn Leofried sträuben sich noch. Mein Bruder wird sich der beiden annehmen. Ich nehme an, bei ihnen werden wir meinen Bruder finden. Ja, Ober und Sigurd sind geschwätzig wie immer. Holst dir schon mal den Schmalz aus den Ohren. Okay. Ah, jetzt fängt er auch endlich mal an zu laufen. Wo, aus dem Weg? Oh, Alter, wo will er denn hin? Verkauf mich nicht für dumm, Ober. Ich weiß, dass Burgred dir Wehrgeld. Ich gehe nirgendwo hin, du Aas. Der König ist in Aufruhr versetzt, dank mir und meinen Männern. Wofür du bezahlt wurdest. Aber der Preis ändert sich nicht, nur weil du unser Hacksilber schimmern gesehen hast. Du vergisst, dass ich eine Mietklinge bin. Ich verlange, was ich will und nehme, was mir zusteht. Wäre ich an deinem Scheiß interessiert, würde deine Zunge längst in deinem Arsch stecken. Und jetzt verschwinde. Das Feilschen um Silber ziemt sich nicht für den Sohn von Ragnar Lodbrok. Aber keine Sorge, Ober. Ich habe die Krieger, die du brauchst. Wenn die so aussehen, mache ich mir keine Sorgen mehr. Eivor, das Wolfsmal. Du kommst genau zur rechten Zeit. Ober und Ivar stellen einem König nach. Und wenn wir ihn erwischt haben, wird ein anderer gekrönt. Unser lieber Tarn Cheolwulf.
Um diese Aufgabe habe ich nicht gebeten, aber Mercia braucht genau das. Einen Mann, der gerecht über Sachsen und Dänen herrscht. Ja, ne? Ja, schon eignet so. Klingt, als würdest du nur dem Namen nach ein König sein. Eine Puppe. Ich leiste meinen Beitrag. Ich hoffe, du wirst deinen leisten, wenn es soweit ist. Wir werden alle Hilfe benötigen bei dem, was uns bevorsteht. Der König hat unsere Friedensangebote abgelehnt. Ceolwulf will das ändern. Er wird ein neuer König für ein neues Englerland. Im Moment hat sich Burgred in der Feste von Tamelfjord verschanzt. Sein letzter Zufluchtsort. Noch so ein Drecksloch, nur weiter südlich. Wir haben sie wochenlang belagert, ohne Erfolg. Wir haben genug angeklopft. Jetzt werden wir das Tor zerschmettern. Wenn wir Tamelfjord einnehmen, Burgred absetzen und Ceolwulf zum König krönen, gehört uns morgen der Schier und bald ganz Mercia. Ja, absetzen. Ich kann nicht genug betonen, dass Burgred nichts zustoßen darf. Meine Glaubwürdigkeit als König hängt davon ab. Ah, wo bleibt da der Spaß am Krieg, Sachse? Nicht jeder Sieg muss durch den Tod eines Königs besiegelt werden. Aber das macht es so viel besser. Seine Bitte ist angemessen, Ivar, und wir werden sie ehren. Jetzt geht's wieder los. Können wir ihm vertrauen? Er ist klug. Oh, ist wohl ganz klug. Ceolwulf ist zu Recht vorsichtig. Wenn er bei Burgred Gnade walten lässt, werden die Menschen einen Grund haben, ihm zu trauen. Genau das denke ich auch. Und je schneller wir handeln, desto mehr Leben verschonen wir. Auf beiden Seiten. Das ist ein guter Plan, Bruder. Ich bin bereit für den Kampf. Ja, aber vergiss nicht. Was immer du gewinnst, gewinnen auch wir. Ein Bündnis zwischen meinem Clan und der mercischen Krone. Sobald dieser Mann auf dem Thron sitzt, sollst du haben, was du verlangst. Die kühnen Söhne Ragnars lassen ihr Kampfgebrüll zum Klirren der Speere und Schilde erklingen. Lass die Pfeile regnen. Die Schlacht beginnt. Ah, da ist aber jemand in der Dichtkunst bewandert. Ich muss pissen. Wir haben ein Lager gleich nördlich von Tamelfjord. Wirst du mit uns kommen? Geh ruhig vor. Blick noch einmal auf Cheopidun, wenn du willst. Wir warten so lange am Anleger auf dich. Schön, dass du und dein Bruder hier seid. Und sei es nur, um alle etwas zu beruhigen. Sei unbesorgt, Ceolwulf. Wir wollen alle etwas. Und an dich wird man sich noch sehr lange erinnern. Nur aus den falschen Gründen, fürchte ich. Ein lebendiger Ort. Hier gibt es einiges zu sehen. Okay, die Sorge der Königsmacher. Naja, warum auch nicht? So, was haben wir hier jetzt alles? Was sagt denn die Korde? Was ist das hier? Ist das ein Stall oder was ist das? Keine Ahnung. Schnellreise ist klar. Da geht's irgendwo runter. Aha, okay, gucken wir erstmal Fertigkeit. Was haben wir da? Wenn du den Rücken deines Gegners triffst. Aha. Okay, ja. Attentatschaden. Ja. Dann ist halt die Beherrschung von Speeren und Sensen. Okay, wo ist denn hier sowas wie Fernkampf? Das wäre mal geil. Sprich, mehr Schaden mit dem Bogen. Wo hätten wir denn sowas? Weg des Bären. Nahkampfschaden. Ja, Chapeau. Schleichangriffschaden. Fernkampfschaden. Aha. So. Ach ja, und wieder ein neuer Ast. Ist klar. Was ist das hier? Handwechsel. Halte R2 und R3 gedrückt, wenn du mit zwei Waffen kämpfst, um sie von der einen zur anderen Hand zu wechseln. Ah, okay. Fähigkeiten Schaden, Adrenalin, Berserker Eifer, Kämpfe mit Feuereifer.
Eine teilweise gefüllte Adrenalinanzeige wird vom ersten Schlag des Gegners nicht beeinflusst. Ah. Nahkampfschaden, Feuereffektivität, Feuerschaden, leichte Bogenkombo. Wie viele Leute noch? Drei habe ich noch. Okay. Was haben wir hier? Sprintangriff. Oh, war nice. Hier haben wir Fähigkeitenschaden, leichter Schaden. Oh, plus Gesundheit. Das ist doch mal Fernkampfschaden. Na, guck. So, und hier leicht. Ja, komm, nehmen wir. So, Inventar. Was haben wir hier schon wieder? Irgendwas Neues in der Tasche. Die kleine Federrune. Rune der Hinterlist. Aha, Medaillons des Ordens. Und eine Schatzkarte von Legra Gestashire. Ich hoffe, das habe ich richtig halbwegs richtig ausgesprochen. Fähigkeiten, stimmt, da habe ich was Neues hinzubekommen. Zwei Sachen sogar. Drei Sachen? Okay, Moment. Rennen und packen. Halte R2, um zu rennen. Remple dabei Gegner an, um sie zu packen und hochzuheben. Wirf sie über Kanten oder gegen eine Wand, um extra Schaden anzurichten. Okay. Spieße Gegner mit einem Hakenspeer auf und wirf sie mit L in eine beliebige Richtung. Oh, in der Mangelung anderer Fertigkeiten, ne? Zumindest noch. Weisen wir die erstmal zu. Und was haben wir hier? Brandpulverfalle. Binde einen Beutel mit einem flüchtigen Pulver an deinen Pfeil, das sich um das Ziel herum ausbreitet. Jede Bewegung wirbelt das Pulver auf und entzündet es. Aha. Das heißt, okay, da ist dann so eine Wolke aufgerutscht und wenn sich dabei reinbewegt, boah, nice, nehmen wir. So. Gut, Quests, Orden, bla. Gut. Dann schauen wir nochmal. Was ist hier? Jetzt erstmal will ich erstmal gucken, was das Pferd hier, was ist das? Moment, da lang. Das ist einfach nur ein Stall oder ein Pferdetrainer? Was ist das? Oh, geht mal aus dem Weg. Das ist. Das ist einfach nur ein Stall. Okay, also hier gibt es Pferde. Nice. Hätten wir das schon mal geklärt? Das. Sonst gibt es so ein paar kleinere Sachen. Na gut. Würde ich sagen, machen wir uns doch einfach mal auf den Weg, wa? Was dengelt denn hier für eine Glocke, ey? Junge. Aus Ever auch da. Oh, ne, Moment, er ist eh unter mir. So, hier runter. Und dann da. Bringt die Männer zu den Toren von Tamevjord. Wir fluten die Felder. Und Bogret wird weinen, wenn er sieht, was die Zukunft für sein Reich bereithält. Okay. Eivor, ist deine Axt geschärft? Ich bin bereit für das Kampfgebrüll. Und die klirrenden Speere und Schilde, ja. Ich bin froh, dass du mit uns kommst. Es ist eine Ehre, an der Seite von Legenden zu kämpfen. Ich hörte Geschichten über eure Eroberungen. Heute erlebe ich sie. Diese Geschichte weben wir gemeinsam. Faden für Faden. Komm, Junge. Auf dem Amboss des Krieges schmieden wir aus deiner Sanftheit einen Mann. Man muss nicht unbedingt kämpfen, um einen... Los! Los! Ruhig, Eivor. Noch gibt es keinen Kampf. Ja, in diesem Jungen ist wirklich kein Kampfesmut zu finden. Ein Junge, der zufällig Ceolwulfs Sohn ist. Warum ist er nicht in seiner Unterkunft? Unser zukünftiger König braucht einen kampferprobten Erben. Zeit, dass er sich beweist, findest du nicht? Er kann niemanden beerben, wenn er stirbt. Kann er ein Schwert schwingen? Ich habe schon etwas Übung, aber ich will nicht töten. Diese Männer sind meine Freunde, meine Landsleute. Entspann dich, kleiner König. Die halten dich nicht für einen Freund.
Bedank dich bei deinem Vater. Ivar! Er kommt mit. Und sollte unserem Sprössling etwas zustoßen, werde ich die Konsequenzen tragen, die mir unser zukünftiger König auferlegt. Er wird dich dafür enthaupten wollen. Ja, hast du gehört, Junge? Wenn du stirbst, muss ich deinen Vater umbringen. Ja, okay. So kann man es auch sehen. Es ist ein langer Ritt bis nach Tamerbjord. Na denn. So, hier lang oder was? Ja. Aushalten müssen. Er findet immer neue Arten der Unterhaltung. Das werde ich mir merken. Und halt die Augen offen. Riechst du das, Cheolbert? Der Gestank des Neids. Sicher wegen unserer innigen Freundschaft. Mit Sicherheit. Na gut, dann wollen wir da mal hinreiten, ne? Warum ist Cheolwulf Sohn überhaupt in Cheopedun? Cheolwulf will so seine Loyalität unter Beweis. So, jetzt dürften wir wohl da sein, wa? Hey, halt, da lang. Na guck. Die werden so. Seht sie euch an, diese heidnischen Ratten. Unbändige Bestien, die sich über heiliges Land ergießen. Sieh dich vor, Herr. Diese Ratten sind in der Überzahl. Das weiß ich, du Narr. Und was sollen wir jetzt tun? Ich rate, Ihre Forderung in Betracht zu ziehen, Herr. Einen Kampf überleben wir nicht. Bist du das, Leofred? Du erholst dich schnell. Ich frage mich, ob unter all der Rüstung ein Mann oder ein Gott steckt. Beides. Ein Mann Gottes steht vor dir, Ivar. Stolz und bestimmt. Das ist Bogrets Kriegstarn. Hat ein Dutzend unserer Männer am Trent überfallen und getötet. Erst Ivars Axt hat ihn aufhalten können. Eine leicht untertriebene Beschreibung meines 30-Ellenwurfs. Genug geplaudert, Heiden! Sagt, was ihr wollt! Wir wollen deine Krone, Herr! Mit deinem Kopf oder ohne? Ich weiß deinen Ehrgeiz zu schätzen, Heide! Doch auf Mercias heiligem Thron hat noch nie ein Däne gesessen. Und das wird sich auch nicht ändern. Wie wäre es mit jemandem aus Nordwege? Wir sind nicht so sanft, aber dafür bessere Dichter. Nordwege, Dänen. Für mich seid ihr alle Hunde. Allesamt gottlose Hunde. Mein König, dürfte ich dazu raten, etwas mehr Maß zu halten? Mir reicht das ganze Palaver. Ihr seid in unsere Lande eingefallen, habt unsere Bauten geschändet. Wir gaben euch Silber, haben eure Leute genährt. Und trotz alledem greift ihr dieses Königreich, mein Königreich, weiter an. Damit ist jetzt Schluss. Wir verteidigen, was uns gehört, bis aufs Letzte. Wenn du meine Krone willst, Uber Ragnarsson, musst du sie meiner Leiche aus den Händen reißen. Die Mauern bemannen! Zurück zum Lager! Trommelt alle zusammen! Tamerbjord wird heute Abend uns gehören! Eivor, sagt dem Hauptmann, dass wir bereit sind zum Angriff. Ivar und ich versammeln die Männer. Du reitest wie ein Friese. Willst du mit einem Rambock umgehen? Ja. Ich weiß, wofür sie gut sind. Ich will, dass du unseren anführst. Du bist stark und beweglich. Ich werde da sein. Ich ebenso. Also ich würde sagen, die Diplomatie ist gescheitert. Aha, gut. Wahrscheinlich hätte ich auch aufs Pferd steigen sollen. Naja. Hinterher ist man immer klüger, ne? Was willst du machen? So, da. Willst du statt Köpfen zur Abwechslung die Würfel rollen lassen? Ja, nee, lass mal. Wer bist du? Ich gehöre zu den Ragnarssons. Wird Zeit, den Rambock einzusetzen. Burgrit wollte einen Kampf. Jetzt kriegt er einen. Bist du bereit für den Angriff? Es kann losgehen. Zeit, ein Königreich zu erobern.
Was wollen wir eigentlich mit ihm anstellen? Gilbert, stimmt etwas nicht? Ich kenne diese Männer, Eivor. Ich habe eine Tafel mit ihnen geteilt. Vor 2 Wochen noch hat Leofried mich im Schwertkampf unterrichtet. Wir sind Freunde. Freundschaften enden. Nicht selten an der Spitze einer Klinge. So kalt kann ich nicht sein. Schon gar nicht mit Leofried. Er folgt nur Befehlen. Wenn der Angriff losgeht, suchst du dir ein leeres Zelt und bleibst da. Halte mich nicht für einen Feigling. Ich fürchte den Krieg nicht. Ich will nur meine Freunde nicht töten. Es geht nicht anders. Kämpfen oder verstecken. Deine Entscheidung. Okay, los geht's. Feste von Tamelfjord. Mit dem leichten Rambock kannst du die Sperren und Tore brechen. Hier Besatzung zurück. Okay, und angreifen. Okay. Dann wieder zurück. Und drauf da. Ah, es wird. Mal gucken, ob wir aller guten Dinge wieder 3 sind, wie so oft in Spielen, oder... Ah, nee, mehr als 3. Gibt's nicht. So, und nochmal drauf da. Alter, immer noch nicht. So. Und wieder los. Na also. Okay, dann laufen wir einfach mal durch, ne? Wir müssen ihn freiräumen. Ah, drauf da. Moment, ich kümmere mich mal kurz um die da. So. Komm mal ran hier. So. Und fort mit dir. Oh, halt, hier ist was. So, was haben wir hier noch? Zwischen Silber und überhaupt, okay. So, guck mal her hier. Ach, leck mich. So, kann ich hier mal? Ah ja. Deckung. Und ruf da. Rückwärts. Oh. Schild hoch. Und wieder aufs Tor. Ah, da kommen wir raus. Gut. Oh, wie ist der denn gestorben, ey?
Alter! So. Okay, dann schlachten wir aber ein bisschen hier rum, ne? Okay. Ah, nebenbei ein bisschen essen, um hier wieder. Jawohl. Ups. No, komm her. Komm hoch da. Ah, das glaube ich nicht. So, und fort. What he says? Fällt dir ein? Ja, dein Schild brauchst du nicht mehr. So. Ja, mal weiter vor. Siege Burgrets stärkste Krieger. Na dann. Kommt her hier. Zeit ist um. Den Hund zu Fall. Ich fließ so. Na, die treffen leider nicht, okay. Okay. Oh yes. Oh shit, falsch rum. Oh, weg mit dir. Gott verfluche euch, Sünder. Oh, hier, friss die. Oh, totgestampft. Das war schon? Erobert oder was? Geil. Das war einfach. Okay, betritt die Feste von König Burgred. Ja, gerne doch. Mal kurz gucken, was da oben ist denn da? Moment, hier. Das ist alles voll, okay. Tür verschlossen. Finde den Schlüssel. Ach komm, das ist jetzt aber... Finde ich jetzt aber doof. Als ob ich als Wikinger einen Schlüssel brauche. Alter, wollt ihr mich verarschen? Oh, kann ich hier hochklettern? Ja, kann ich. Das bringt mir nur anscheinend nichts. Ist ja mal richtig doof. Kacke. Na, mal gucken, wo der Schlüssel ist. Es ist vorbei, Burgred. Leg die Waffen nieder und ergib dich. Nimm drei Männer. Seht hinten nach. Seht euch um. Schaut, was zu finden ist. Ich schicke nach Ceolwulf. Sein Thron wartet auf ihn. Eine hübsche Rauferei war das, was? Aber ein kleiner Etteling fehlte bei alledem. Wo war der Sohn unseres Königs? Ceolbert war dabei. Vielleicht hast du ihn verpasst.
Deine Lügen entsprechen deinem Wesen, Evor. Groß und kühn. So, was haben wir denn hier Schönes? Eisenerz, Leder. Oh, und hier? Königliches Abkommen an den allmächtigen König. Wir haben eine Abmachung. Jedenfalls, falls es immer noch dein Arsch ist, der den Thron von Mercia wärmt, wenn diese Nachricht ankommt. Was ich weiß, ist folgendes. Die Ragnarssons sind mit jemandem von deinen Leuten im Gespräch. Sein Name ist Sheolwulf. Zusammen schmieden sie einen Plan, dich zu stürzen und ihn an deiner Stadt einzusetzen. Ein Nordmann namens Sigurd ist eingetroffen und hat sich mit den Brüdern verbündet. Der Angriff wird bald erfolgen. Halte deine Männer bereit. Was deine Geheimverstecke angeht, sind diese vorerst sicher. Doch damit das auch so bleibt, musst du bezahlen. Ich erwarte deine Antwort, doch bitte schick mir diesmal einen hübscheren Gesandten. Ein Verzeichnis von Zahlungen. Wie ein Haushaltsbuch. Hier ist ein Emblem. Womöglich von einem Clan. Die Brüder sollten das sehen. Aber gerne doch. Erstmal will ich ihn auch noch mal kurz hier... Oh, da ist ein Schlüssel. Eva, ich habe einen Brief gefunden. Dieses Symbol hier. Hatten deine Leute Glück? Nein. Du? Hier. Kennst du dieses Zeichen? Tonas Siegel. Anscheinend hat sie auch mit Bogret eine Abmachung. Diese Hündin. Sie war die Söldnerin, die in Cheopedun so herumkrakeelt hat, oder? Sie scheint auf beiden Seiten zu stehen. Möglicherweise hat sie ihm alles gesagt. Geheimnisse. Über mich. Über Cheopedun. Über unseren Plan. Was soll das ganze Getue? Schnitz dir eine neue Krone und setze dir auf die Rübe. Das Problem ist gelöst. Du bist der neue König. So läuft das aber nicht. Nicht in Mercia. Du warst Burgrets Tarn. Hast du eine Ahnung, wohin er verschwunden sein könnte? Burgret hat seine geheimen Schlupfwinkel. Aber mir hat er sie nie verraten. Er hat mich im Dunkeln gelassen. Aus gutem Grund. Tona ist unsere einzige Spur. Wir müssen herausfinden, was sie weiß. Lieber renne ich mit dem Gesicht voran in eine Axt, als sie zu treffen. Danach würde sie besser von dir denken. Wir haben denselben Vater, Eivor, aber seine Mutter war eine Sau. Wir treffen uns bei Tonas Lager, sobald du hier fertig bist. Und bring Geduld mit. Und deine Axt! Eivor, auf ein Wort, bitte. Geh, ich komm nach. Ich gehe zu den Brüdern, Eivor. Such uns bei Tona auf. Mein Sohn erzählte mir, was passiert ist. Dass Eva ihn zum Kämpfen drängen wollte und du es verhindert hast. Du würdest um ihn trauern, hätte ich es nicht getan. Er ist kein Kämpfer. Nein, aber er sollte es sein. Durch Übung oder Prüfung. Das wird er, wenn die Zeit reif ist. Aber halte ihn von Eva fern. Er ist alles andere als ein guter Lehrmeister. Gut. Ah, damit hätten wir die erste Questreihe aus der Sage anscheinend schon mal abgeschlossen. Zwei Fertigkeitspunkte. Chapeau. Neue Quest. Falscherei. Ich bin begeistert. Und damit sind wir aber auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich bedanke mich wie immer schon mal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ne, lasst einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, lasst zusätzlich gerne noch ein Abo auf meinem Kanal da. Morgen gibt es nochmal um 17 Uhr eine Folge Assassin's Creed Valhalla und bereits um 15 Uhr gibt es eine neue Folge Tomb Raider. Und dann war es das auch schon für diese Woche, denn Freitag ist wieder, ich sag mal, Assassin-Tag, aber ein anderer Assassin. Da gibt es wieder Hitman und Sniper Elite 5. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Schulle.